Ja, Leute, ich sage euch das direkt zu Beginn. Ich bin umgestiegen von Aspirin-Komplex auf Antibiotika und ich habe heute, schaut mal, meine Wohlfühl-Schmusesocken an. Ja, und es ist nicht das Einzige, was heute so ein kleines bisschen anders ist im Urteil. Wir müssen heute über ein ganz ernstes Thema sprechen. Es geht um die, ja, die Neo-Magazin Royal YouTuber-Pyramide. Die blenden wir jetzt immer ganz kurz ein. Auf dieser Seite, glaube ich, ne? Ich habe sie auch nochmal hier für mich. An der Spitze, Sami Slimani, ist ein wichtiger Bestandteil, darf man aber nicht zu viel von gucken. Und direkt schon darunter, Bibis Beauty Palace und Unge. Und ja, über den Platz von Unge auf der YouTuber-Pyramide müssen wir heute reden. Erstmal hallo und willkommen zum Urteil. Ja, Wissenschaftler aus Köln-Ehrenfeld haben herausbekommen, Unge ist Gift. Und deswegen entfernen wir heute Unge aus der Neo-Magazin Royal YouTuber-Pyramide. Muss jetzt entfernt werden, weil jede Sekunde Unge-Videos erstmal schädlich für CO2-Bilanz. Das Ozonloch ist ungeförmig vergrößert durch zu viele Unge-Videos. Und für jedes Unge-Video stirbt irgendwo auf der Welt ein Kalb. Unge ist Gift und raus aus der YouTuber-Pyramide. Warum bin ich hier? Ach so, das Urteil. Ja, das Urteil. Heute in Schmusesocken. War eine super Sendung letzte Woche. Zu Gast war Gronk, Gronk, unten in der YouTuber-Pyramide. Wieso erinnern mich Jan Böhmermann und Gronk nebeneinander an Timon und Pumba? Hakuna Matata! Ich habe eh irgendwo gelesen, dass ich aussehe wie ein Erdmännchen, wie ein glückliches Erdmännchen. Und Gronk hat auch mehrmals total laut gepupst im Studio. Richtig laut, wie Pumba. Jul14K4R. Bei den Bundesjugendspielen war Jans Disziplin auch eher das Kugelstoßen als der Weitwurf. I feel you, Rahmstufe. Ey, ja, weil viele Leute gesagt haben, ich habe geworfen wie ein Mädchen letzte Woche. Ich bin wirklich ein ganz guter Werfer. Ich habe auch eine sehr gute Technik. Das Problem ist, unsere Studiodecke ist zu niedrig und das hängt alles voller Gebimsel da oben. Und ich wollte diese Beefy einem Zuschauer in der letzten Reihe hinwerfen. Das war echt fast unmöglich. Wenn ich das geschafft hätte, hätte ich wahrscheinlich direkt irgendwie 7 südkoreanische Goldmedaillen umgehangen bekommen für Biathlon und Beefy-Weitwurf, keine Ahnung. Das ist schwer gewesen. Sendung mittlerweile nahezu unerträglich, aber Publikum nach wie vor Next Level Hipster-Shit, schreibt Karate Vego alias André Wegner. Vielen Dank für diese objektive Einschätzung. Sehe ich auch so. Wir haben 5 Jahre hinter uns gebracht. Wir sind jetzt quasi erwachsen. Wir sind erstmal da. Wir können auch mal eine unerträgliche Sendung machen, ab und zu. Aber wenn keiner damit rechnet, machen wir was ganz Überraschendes. Liebe Grüße nach Berlin. Potsdam. Vielleicht ziehe ich in der nächsten Sendung auch meine Schmusesocken an. Die sind wirklich super. Auch diese Farben, so eine Mischung aus Bundeswehr-Tarn und Durchfall. Don't switch. Viral oder egal, wäre wirklich viel besser, wenn beide verdeckt was aufschreiben und dann gleichzeitig zeigen würden. Das ist ein interessanter Verbesserungsvorschlag. Das ist sehr gut, das gebe ich direkt mal weiter an die Florentin Will Spielekommission. Die basteln da, denken sich die Spiele immer aus und Florentin ist da sehr involviert und hofft eines Tages auch mal die Auszeichnung Spiel des Jahres zu bekommen. Und das ist eine tolle Verbesserung, das werden wir vielleicht nächstes Mal einführen. Vielen Dank dafür. Don't switch. Just me, Maike. Leute, so geht das nicht. Das wird ja jede Woche besser. Herz, Rahmstufe, tot. Ja, so sind wir. Die einen sagen die schlechteste Sendung der Welt, die anderen sagen die beste Sendung der Welt. Auf eurer Late-Night-Pyramide hoffe ich, dass wir vom Neo-Magazin Royal oder wie wir uns intern nennen, Late-Night New York, live aus Köln, dass wir weiterhin einen festen Platz haben. Morgen zu Gast im Neo-Magazin ist Eva Schulz, eine alte Kollegin von mir. Das wird sehr schön, wir machen morgen tolle Spiele, es gibt tolle neue Rubriken und ja, ich würde morgen einschalten, es lohnt sich. Ich würde sagen, die Sendung letzte Woche, um das nochmal eben abzuschließen, war eine sehr gute Sendung, wirklich eine sehr gute Sendung. Gronk als Gast, top. Wenn wir zwei zusammen, das ist, du bist für mich wie, so, wie Pumba eigentlich. Ich bin Timon. Und du bist Pumba. Oder anders. Du bist Nala, die Löwin. Ich bin Simba, der kleine Löwe, der später aber groß wird. Der gerechte König. Und der nämlich nicht seinen Vater umgebracht hat. Das war nämlich Scar, der Onkel. Aber Simba wird groß im Glauben, dass er der Mörder seines Vaters war. Diese Traumatisierung kriegst du aus dem Löwen nie wieder raus.
Da macht sich auch keiner Gedanken drüber. Ob der mal am Ende von dem Film mit einem Traumapsychologen gesprochen hat? Naja, das vielleicht bei König der Löwen Teil 2. Leute, ich verquatsch mich schon wieder. Das machen aber auch diese gemütlichen Socken oder vielleicht auch die Antibiotika. Schaltet ein. Ich zähle auf euch. Morgen Abend. Late Night New York. Live aus Köln. Mit mir. Eurem Gronkh Timon Mann. Bis morgen.